So, neue Woche, neues Glück. Herzlich willkommen zum nächsten Spiel. Wir sind dabei gegen Espanyol Barcelona. Das dürfte das Hinspiel sein. So. Wir überspringen die Pressekonferenz und werden jetzt ein bisschen rotieren. Mal wieder. Ihr kennt das ja mittlerweile. Also das Santos darf von Beginn an mal ran. So. Ja, ich lasse ihn erstmal von mir. Ich lasse ihn einfach mal rein. Was kann ja vielleicht was bringen. War ja bei Dings auch so. Bei Maurice. Na, wie gesagt, einfach mal jemanden auf die Position werfen. So, probieren wir es einfach. Warum nicht? Einfach mal reinwerfen. Los geht's. Wir kommen zum Halbfinale. Nur einer darf am Ende jubeln. Wir freuen uns auf Athletic Bilbao gegen Espanyol. Liebe Fußballfreunde, willkommen im Estadio San Mamés. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Franco Schwann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Und auf dem Programm steht das Halbfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. Athletic Bilbao gegen Espanyol. Halbfinal-Hinspiel und das ist ein Kracher. Zwei Teams, die, welche Überraschung, ins Finale wollen, die sich auch heute wahrscheinlich wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Es ist ein spannendes, ein hochinteressantes, ein offenes Duell. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Kepa steht im Tor. Iker Muniain steht mit Mikel Oyarzabal auf dem Flügel. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Die Aufstellung von Espanyol. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Ja, im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird er natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszuhalten. Jo. Ja klar, im Hinspiel müsst ihr jetzt unbedingt mal ein bisschen, muss sie jetzt einfach mal zeigen. Einfach ein Zeichen setzen, gucken, dass wir jetzt weiterkommen. Wie gesagt, das Finale wartet dann, würde dann entweder Real oder Barcelona warten. Sie gehen dazwischen. Da Silva. Da ist die Chance. Da Silva! Das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Für uns, ja. Guter Einsatz. Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Oyarzabal. Oyarzabal. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Ja, wie gesagt, leider können wir nicht immer mit der vollen Kapelle spielen. Er darf hier im Alter
von 17 Jahren erstmals bei den Profis ran und dann auch noch direkt in der Startelf. Das ist schon ein ganz besonderer Vertrauensbeweis. Ja, den habe ich aus Brasilien gefunden. Und da steht 1-0 für den Gegner. Für Espanyol. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor, wichtiges Tor. Ball an die Latte, aber wir sehen es an die Unterkante der Latte und von da springt er ins Tor. Es geht weiter, wir bauen nun also mit einem Tor hin. Ja, aber in der letzten Runde auch schon gehabt. Das Silva. Das Silva! Lässt sich nicht beirren, den Helder. Schon die zweite gute Chance für ihn. Ecke in die Mitte. Ball ist erstmal wieder raus. Er lässt sich da nicht. Wieder das Silva, der macht hier viel richtig. Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke. Handelfmeter. Das muss ein Elfmeter sein. Und damit würde er aber das Tor fällt und das Assist kriegen. Und zwar klare Sache, Handelfmeter. Könnte jetzt der Ausgleich werden. Passt. Der kann hier verwandeln. Oder Christian, das ist der Neue. Ja, Transferpolitik hin und her. Ich habe aber auch Olmo verpflichtet. Der in der Nähe von Barcelona gewohnt hat. Also zu ganz 100% passt das nicht mit den klassischen Spielern. Aber gescoutet halt, wie gesagt. Ein weiterer Jugendspieler, der mal wieder seine Situation hat, seine Chance bekommt. 1-1, wieder unentschieden. Spielverlauf. Gut. Völlig offen. Also, zumindest schon mal den Ausgleich kassiert. Jetzt ist es richtig. Chance zur Führung. Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Muniain. Muniain. Jetzt die Flanke. Die legen noch einen nach. Doppelschlag. Doppelschlag. William, 26. Der Jubel natürlich groß. Da ist das Tor nochmal. Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann setzt er sich durch. Willensstark. Das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Und happy. Aber es ist wie gesagt erstmal nur das Hinspiel. Da ist noch nichts mit Finale. Klasse Einsatz, faires Tackling. Wir müssen doch nach Barcelona. Die Chance jetzt. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Vor der heutigen Partie gab es durchaus einige Schlagzeilen um ihn. Denn er muss heute gegen sein früheres Team ran. Ganz einfach ist das nicht, oder Buschi? Nein, die Frage ist ja immer, kann er dann... Oh, warte, was für eine Chance. Jetzt haben wir jetzt mal das Dritte. Heute fast im 36. Und zwar das in kürzester Zeit. Williams macht einfach mal ganz kurz ernst. Abwehr. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen, aber vorher natürlich Riesenparade. Die würde ich mir gerne noch mal anschauen. Die war unfassbar. Klasse, wie er da hingeht, gibt Einwurf. Gute Aktion. Und jetzt. Wait. Sie lassen den Ball gut laufen. Ja. Das war eng, aber er hat ihn. Eine Minute gibt's. Merino. Da ist er alleine durch. Aktion geht weiter. Jo, passt. 1-4. Ball ist drin. Oder 4-1. Wieder ist es halt Williams, der, glaube ich, diesen Pokalwettbewerb das Tor Nummer 9 macht. Heute mit dem Viererpack.
Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Ja, hat seine... Bilbao. Hat seine Chancen genutzt. Hauptsache, weil wir wollen weiterkommen. Dazu ist ein hoher Sieg möglich. Aber wieder, wir haben das Rückspiel noch. Aber 4-1 ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Stand jetzt. Da ist er da. Gute Manu. Er hat den Ball. Vivian. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Ja, es ist aber niemand in der Nähe. Er holt sich vorne den Ball. Muniain. Williams. Eine starke Parade. Die nächste Ecke. Wir sehen den Wechsel. So, Espanyol wechselt dabei nochmal aus. Ecke Muniain. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Ja, da wird aber. Na, kriegen wir noch nicht durch. West Ham wollte ja einen neuen Spieler holen, einen echten Wunschspieler, und nun ist es gelungen, man hat sich seine Unterschrift gesichert. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall, das ist ein richtig guter Transfer. Der Sanchez über das Tor, dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. So, Joselu verwendet sich, der spielt ja jetzt in Real Life bei Real. Ist ja gerade erst nochmal gewechselt. Joselu. Er zieht vorbei. Glück gehabt, das hätte auch ein Handelfmeter geben können. Ich dachte erst, der ist mit der Hand dran. Gutes Ding, das Silber. Williams. Ich glaube, ich habe da gerade so ein Mega-Juwel gekriegt. Mit das Silber. Schauen wir uns doch mal die Entstehung des Todes an. So, sonst kriegen wir, haben ja noch unseren zweiten, unseren Spieler. Der mal von Beginn an ran da will. Der so ein bisschen sich aufdrängt. Dann darf er heute mal seine kleine Situation, seine Chance nutzen. Ja, wir wechseln mal ein bisschen durch. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, so, nach 5 Toren darf Williams auch mal wieder raus. Bisschen Pause machen. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Ich glaube, da habe ich einen zweiten Top-Stürmer verpflichtet. Beziehungsweise mir einen Top-Stürmer wieder gesichert. So, 2:5. Ja, es ist immer noch das Hinspiel, ne? Aber er hat einen gut gemacht. Schönes lange Eck gelegt. Rakitić. Meinen Wegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Über sein erstes Pokaltor. Da haben Sie die
spannende Szene. Da Silva! Debüt und Tor! Also das Ding ist durch. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding. Ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Schmutzig. Kaum zu glauben. 6:2 steht es jetzt mittlerweile. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihn wohl doch zu schaffen. Es geht um Rüsselou wahrscheinlich. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ecke kommt. Der Ball ist drin. Super Timing verkommen. So, 3:6. Kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch, perfekt. Sage und schreibe, 9 Tore sind es jetzt, also bisher. 6:3 steht's. Da hat er die Chance. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Leider noch nichts weiter. Kann ich schon wieder diesen alten Abstand herstellen. Kurzer Blick aufs nächste La Liga Santander Spiel. Für kurz eingehakt, jetzt wird's vielleicht gefährlich. Weiter gefährlich, nach Kepas Abwehr. So, den hat er. Aber die Szene zuvor, die würde ich mir gerne nochmal ansehen. Ja, das war eine klasse Parade. Da musste er alles auspacken, was er drauf hat. 6 Minuten sind noch zu gehen. Jetzt vielleicht. Noch lebt die Chance. Da ist Silva. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Elfmeter. Halt Elfmeter. Oh, der ist perfekt. Komm, jawohl. 17 Jahre alt, Doppelpack beim Debüt. 7:3. Wie gesagt, ich glaube, ich habe da was gefunden. Aber es ist nur das erste Spiel. Zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. So, wieder haben wir die 4-Tore-Führung. Heute zeigen hier beide ein Offensivspektakel. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Er zieht vorbei. Valentin Rongier. Er kann es machen. Nö, nicht, Ende aus. Hinspielsieg 7:3. Resultat. Jetzt sieht es gut aus fürs Rückspiel. Tja, sie holen sich einen deutlichen Sieg in diesem Halbfinal-Hinspiel. Das Rückspiel wirkt da schon fast wie ein Selbstläufer, aber abheben ist nicht angesagt. Ne? Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Wir dürfen hier nicht jetzt in Selbstgefälligkeit passieren. Ja. So, dann ist hier Ende für heute. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit dem Heimspiel gegen Sevilla. Gegen den 5. Ja, und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Morgen um 2, wenn ihr Bock drauf habt. Bis dahin. Tschüss.